Und was geht? Herzlich willkommen endlich zurück zu einer neuen Folge von Drank City hier auf meinem Kanal Drachenkönig 1000. Ihr seht ihr schon, neues Zuchtzeug. Hä? Das Hellenrennen ist zu Ende. Ich muss leider sagen, ich habe alles versucht und auf meinem Tablet ist übrigens viel besser. Ich bin, glaube ich, Erster und habe den hohen Drachen. Als Erstes grüße ich ein paar Leute oder wie auch immer. Meine Fans. Ich grüße Fabian, dann Chantal Gator. Dann Juli Let's Player, Let's Play LP. Auch interessanter, echt cooler Name. Cookies X, voll geil. Und Gamer Channel. So, hier seht ihr ein neues Zuchtereignis. Hol dir den neuen sonderbaren Drachen bei diesem Ereignis. Kombiniere den Supernova-Drachen und den Sonnenschein-Drachen, um die neuen sonderbaren Drachen zu erhalten. Drücke den... Okay, man kann aber es aber auch anders kriegen. Man kann es aber auch anders kriegen, was allerdings sehr gut ist, daher, dass ich... warte mal, ich kann mal ganz kurz mal zeigen, und zwar hier. Der... auf jeden Fall der Sonnenscheindrache und der andere Drache. Oh je, wie heißt denn der jetzt? Egal, auf jeden Fall weiß ich welchen. Und wir können das hier gleich hier versuchen. Also. So. Dieser eine Drache, der hat dieses hier auf jeden Fall, diesen Element. Ah, der schreckliche Drache, genau. Der Schreck und der... Oh Gott, jetzt... oh mein Gott. Ich versuche ihn jetzt zu finden. Sonnenscheindrache, den habe ich eigentlich. Das nächste ist nicht so, dass ich den... jetzt nicht habe. Nee, das auch nicht. Okay, das ist jetzt gerade gar nicht so toll. Was für Elemente hatten denn noch? Der hat, glaube ich, Feuer, ne? Der hat Feuer. In der Zwischenzeit kann ich mal reden. Ich werde heute eine Person besuchen. Wer alles noch besucht werden... ne, also mit, nee, das war nicht, mit der Allianz kann man jetzt Leute besuchen, nicht nur mit Facebook. Schreibt es gerne in die Kommentare, ich habe gerade überall geguckt, also ich habe gerade bei ein paar sehr vielen Folgen geguckt, ich habe es leider nichts gefunden. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber bitte hilft mir dabei und schreibt einfach nochmal hin, auch wenn das etwas zu auffällig ist, aber bitte, das wäre echt freundlich und dann kann ich sehen. Ah, da ist er ja. Ach, der hat ja... genau. Und das würde mich sehr freuen. Gut, dann züchten wir ihn einfach mal. Warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? So, da würde ich sagen... Hey, warum hat die so viele Edelsteine? Es gab hier so ein Ereignis, kostenlos Edelsteine holen. Und zweitens, wegen dem Sparschwein, weil ich das geholt habe. Weil ich hatte 120 Edelsteine. Darum habe ich so viele bekommen. Ich würde sagen, wir gehen ins Hellenrennen. Ich bin Sechster. Schade. Aber hier einen neuen Drachen, den Sakura-Drachen. Voll geil. Ja, dein... ja. Okay. Gut. Ja, schade allerdings, aber immerhin habe ich es versucht. Hier sind auch neue, aber leider... Ahahaha, nein, es ist gerade hier alles... egal. So. Ja, leider keine neuen Drachen, darum wollte ich, besuche ich halt heute jemanden. So, Eroberinsel. Dies ist eine ganz besondere Insel. Deine Position auf dem Spielfeld. Es gibt eine spezielle Währung für diese Insel. Fahrtmünzen. Du kannst die verfügbaren Blocks rund um deine Position kaufen. Okay, gut. Kaufen, zack, anfordern, drauf tippen. Lustig. Und dann bekommen wir, ja. Du erhältst Pfadmünzen durch bestimmte Aktionen. Du kannst sie aber auch im Laden kaufen. Das, was ich wiederum nicht tue. Eine Person hat auch eine Sache geschrieben. Die werde ich euch gleich... die werde ich natürlich hier in dem Video beantworten. Ich hoffe, das hilft dir auch. Auf der Insel warten jede Menge tolle Preise auf dich. Okay, welche Drachen kann man holen? Den Joyson-Drachen. Natürlich, ist ja klar. Von meiner Freundin her, weil sie den schon hat. Ich glaube, dass ich... den habe ich schon. Und natürlich auch den Sonnenschein kann man hier drachen. Den habe ich auch schon. Komm.
Wir schauen jetzt richtig geilen, legendären Drachen. Oi, Alter. Wow, Kriegsherr Drache. Okay, da würde ich sagen, gehen wir ein bisschen weiter. Dann gleich kommen noch zwei Namen. Wir machen gleich noch. Ach, übrigens, da kann ich gleich auch noch was zu sagen. Und zwar, ich habe endlich jetzt die Dunkelarena hinter mir und jetzt bin ich in der Lichtarena. Voll geil. Da habt ihr auch diesen Drachen gesehen. Wie komme ich jetzt an diesen Steinen vorbei? Ach, bestimmt dann. Ne, ist totaler Umweg. Naja. So. Dann besuche ich dich gleich. Dann besuche ich gleich eine Person. Der schreibt, ne, wie gesagt, habe ich gerade schon gesagt. Gut, dann werde ich gleich deine Frage beantworten, indem ich dir das ganz kurz zeige und ich hoffe, dass du es jetzt verstehst. Warum? Ach, wir können ja gleich hier einen Kampf machen. Setzen wir mal ein. Hier, Ice Crystal, komm. Der ist fast fertig immer noch. Also ist der, ja, der ist fast fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ihr keine Lust habt auf Jurassic World Game. Einige vielleicht schon. Aber ich wollte echt irgendwie was anderes machen. Nicht nur Dragon City. Ich meine, Dragon City natürlich werde ich weitermachen. Keine Sorge. Ich will auf jeden Fall, wenn ich gucken, wenn ich es irgendwie schaffe, kann ich es auch auf mein Tablet aufnehmen. Toll, super geil. Naja, egal. Leider nicht gereicht. So, was können wir hier für ein Turnier machen übrigens? Das will ich übrigens gerne wissen. Ach so, ich dachte schon. Ich dachte schon. Boah, Mann, ich kann die beiden nicht mal machen. Dazu braucht man die bestimmten Drachen. Okay, gut, ja. Hä, seit wann ist denn das jetzt? So, da steht er so. Ah, das ist natürlich jetzt auch gut. Ja, gut. Eigentlich brauche ich die. Hä? Okay, da brauche ich dieses eigentlich gar nicht zu machen, weil ich diesen Drachen schon habe. Aber wenn ihr ihn nicht habt, solltet ihr das unbedingt machen. Er ist sehr cool. So. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal die Drachen, die den Namen bekommen, damit wir das schneller hinter uns haben. Und einmal der Millennium hat einen richtig coolen Namen verdient. Und zwar Millennio. Und der Gescheiterdrache bekommt auch noch einen richtig tollen Namen. Vielen Dank. Und zwar. Huch, hallo. Hallo. Da. Schlaui. Oh. Schlaui, genau. Super, vielen Dank für diese tollen Namen. Übrigens, hört euch gerade auf, so. Hey, ich habe den Ursprungsdrachen auf Stufe 29 gemacht, damit er stärker ist, damit ich den einsetzen kann. Weil, naja, der ist voll cool. Einfach so. Okay, ja. Kann man ganz kurz in die alte Welt gehen? Genau, da bin ich übrigens jetzt gerade fertig mit den Drachen. Habe ihn auf Stufe 2 gebracht und jetzt züchte ich gerade mit ihm neue Drachen. Und ihr habt gerade schon gesehen, dass ich einen neuen Drachen habe. So, dann wären wir jetzt ganz kurz mal hier. Also, das brauche ich ja nicht mehr. Das habe ich schon fertig. Obwohl irgendwie das bisschen zu lang dauern, finde ich. Ich mache das so ein bisschen. Oder sonst mache ich das gleich noch nachher. Weil das dauert erst extrem lange und ist auch ein bisschen jetzt langweilig. Ich will dich ja noch, genau. Ah ja, gleich noch deine Frage beantworten. Genau. Schreib gerne Fragen. Schreib gerne Fragen, wie man Drachen züchtet. Ist kein Problem. Ich habe irgendwie gelesen, wie man den. Okay, das reiße ich jetzt mal. Mach ich nachher nach der Aufnahme nochmal. Einfach so. Weil das dauert jetzt viel zu lange. Einer hat geschrieben, wie man den Vermächtnisdrachen züchtet. Ich bin mir nicht. Ich gesagt, die ist nicht groß so sicher. Also, wenn du legendäre Drachen hast. Leute, warum ist das hier gerade so komisch? Keine Ahnung, einfach ignorieren.
Was wollte ich gerade? Ach genau, wegen den Inseln, wie man die einfach so bekommt. Genau. Wenn du beispielsweise jetzt, sage ich mal, 20 und du hast diese Insel und diese Insel. Und jetzt möchtest du diese Insel kaufen. Und dann kaufst du sie. Diese Insel ist natürlich schon da und dann erscheint automatisch diese Insel. Das bedeutet, sobald du eine Insel gekauft hast, kommt eine neue Insel hervor. So wie hier, wenn ich diese Insel kaufen würde. Genau, wenn ich diese Insel kaufen würde, da kommt hier nämlich eine neue Insel hervor. Aber ich glaube, es gibt nur, ja, genau die. Es kommt jetzt noch eine, ich glaube, danach gibt es nämlich keine mehr. Genau. Ja. Genau. Ich hoffe, jetzt damit ist deine Frage vollständig beantwortet. Ich hoffe mal, wenn nicht, dann schreib nochmal, dann werde ich nochmal persönlich beantworten. Aber ich glaube schon, so, nochmal ganz kurz, sobald du eine Insel gekauft hast, also hier freigeschaltet hast, hier, zeig mal ganz kurz, geh mal drauf. Hallo, genau. So. Freischalten. Ich drücke jetzt beispielsweise drauf. Okay, geht jetzt nicht. Beispielsweise ist jetzt das nicht so. Ist es beispielsweise so, ganz, also, kann, so kann, so, dass ich es kaufen kann, dass ich genug habe, drücke ich da drauf und dann entscheidet, kommt automatisch eine neue Insel. Automatisch. Brauchst nichts tun. Absolut nichts. Dann würde ich sagen, wir besuchen dich jetzt mal. Ich bin richtig gespannt auf deine Insel. So. Dann wollen wir mal gucken. Oh. Okay, gut, es sind wohl einige ausgestiegen. Ja, das ist völlig okay. Ich will ja nichts dagegen sagen. Übrigens, schau mal, wie weit ich schon bin. So, du bist. Nee, gar nicht wahr. Schon der Kälter gar nicht. Entschuldigung, ich wollte dich. Genau. Besuchen. Das dauert jetzt etwas lange. Darum wollte ich das etwas irgendwie zügig machen. Mal ganz schnell mal durch. So. Mal ganz kurz hier mal drüber gehen, um den Überblick zu haben. Sieht doch echt interessant aus, wie das alles so. Ah, guck mal, jetzt baut sich das so langsam auf. Sieht voll cool aus. Hast echt nicht sortiert, sondern hast einfach irgendwie irgendwas hingepackt anscheinend. Aber sieht schon cool aus. Der, jetzt ist die Musik etwas. Ah, es laufen zwei Musiks. Ich hab da jetzt auf. Ich keinen Bock mehr. So, wie hast denn das denn geschafft? Ich krieg das nicht mehr hin, dass ich da irgendwas hinpacken kann. Das will ich auch kriegen. So, hier hatte auch, und hier seht ihr anscheinend hier, da, hier, rein Lebensraum, hast du den hohen Reinheitsdrachen. Voll geil, habe ich ja übrigens auch. Da hast du auch den Trugbilddrachen. Super schöne Insel. Okay, da hast du jetzt nicht viel mehr. Ah, du hast den, oh mein Gott. Was? Wie cool. Du hast den hohen, hier, Kometendrachen. Und den hohen Schneedrachen und den hohen Fenrir-Drachen. Und schon einige Urdrachen. Super geil. Okay, da hast du. Siehst du, ne? Sobald du die. Hey, warte mal. Hä? Okay. Das ist jetzt irgendwie etwas komisch. Und eigentlich hättest du die anderen. Okay. Ja, sieht sehr interessant aus, wie du die aufgebaut hast. Dann gucken wir mal Info. Genau, Kalkwen hat Inseln 5, hat Drachen 212. Okay. Geh mal ganz kurz hier durch. Du hast den hohen Himmelsdrachen, hohen Reinheitsdrachen, hohen Kometendrachen, hohen Aberglaubendrachen, hohen Überlegenheitsdrachen, hoher Fenrir-Drache, hoher Baumwesendrache, hoher Schneedrache. Komm, ich geh mal ganz schnell durch, weil das dauert uns extrem lassen, jeden Drachen einzeln aufzuzählen. Hast du geile Drachen? Und du hast. Ach, du hast ein Ungeheuer der Drachen. Cool! Und du hast viel mehr hohe Drachen als ich? Da, der Vermächtnisdrache, der. Alter, wie geil ist das denn bitte? Boah. Ich bin fast neidisch. Daher, dass du so viele hohe Drachen hast. Leider kann man nicht sehen, wie viel Futter oder sonstiges da hat. Ist aber auch gut so. Ich meine. Ja, gut. Wow. Okay, da sind jetzt etwa. Alter, Verfolgerdrache. Cool. Den hab ich gar nicht.
Der Eisklingdrache ist voll klein, was ich allerdings sehr doof finde. Warum ist der eigentlich so klein? Man erkennt ihn überhaupt gar nicht genau. Unglaublich geile Drachen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, es kommt mir jetzt diesmal ganz zugute. Aber schon coole Drachen, ehrlich gesagt. Eine richtig geile Wa Sammlung hier alles. Super geil. Auch die Inseln, unglaublich. Also deine Insel, City, wie auch immer, sieht unglaublich, sieht sehr gut aus. Also finde ich sehr schön. Also hast echt super tolle Drachen. Am Anfang ganz besonders hast du da sehr viele hohe Drachen, wo ich einfach nur staunen kann, weil ich persönlich leider nur drei habe. Auf meinem Tablet habe ich jetzt auf einmal zwei. Den hohen Aberglaubendrachen und jetzt kriege ich den hohen High-Res-Drache. Schon irgendwie cool. Eigentlich brauche ich gar nicht mal durchzugehen, mal ganz ehrlich. Da kommen jetzt eigentlich nur. Oh. Da kommen jetzt eigentlich nur. Die etwas. Okay, das war's eigentlich schon. Super cool. Also sieht echt wunderschön aus. Hast irgendwie gedacht, so, nee, so echt sortieren. Draußen ist nicht irgendwie einfach hingeklatscht, wahrscheinlich. Hingebaut, Entschuldigung, nicht hingeklatscht. Aber sieht trotzdem für mich echt cool aus. Also wirklich. Ich möchte ganz ehrlich, ich bin total neugierig. Ich möchte wissen, wie viele Edelsteine, wie viel Futter und wie viel Gold du hast. Und da sind wir schon zurück auf meiner Insel und ich musste irgendwelche Sachen rausschneiden, weil die Folge angeblich fast 20 Minuten ging und das mit dem Bearbeiten dann auch nicht ging mit der App KineMaster und auch nicht mit den Power direkt. Mit der anderen App auch. Darum mache ich jetzt diesmal keinen Kampf. Ich habe da einen anderen Kampf und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.